Guten Morgen, ich sitze hier gerade in meinem Garten und habe etwas Rasen gemäht hier unten, damit er wieder gepflegt aussieht. Weil wenn man in so einem Kleingarten hier Verein lebt, dann bedeutet das halt immer auch, dass man gewisse Richtlinien und gewisse ja, gesellschaftlich fixierte Normen auch einhalten muss. Dafür zahlt man nicht so viel Pacht und ja, das ist vollkommen in Ordnung. Und dabei ist mir jetzt ein Gedanke gekommen. Und den möchte ich mit euch teilen. Es geht auch als Kind, als Jugendlicher darum, gesellschaftlichen Normen zu entsprechen, um quasi in der gesellschaftlichen Akzeptanz zu bleiben. Aber genauso wie ich mir entscheiden kann, wie ich mich entscheiden kann, im Gartenverein die Pacht zu zahlen und im Gartenverein zu bleiben, so hat jeder Jugendliche und jeder Mensch das Recht zu überdenken, ob er in dieser Gesellschaft bleiben möchte oder darüber nachzudenken, wie er in dieser Gesellschaft bleiben kann, aber trotzdem nicht dessen Normen annehmen kann. Und da ist das Konzept der Freiheit, was wir in unserer westlichen Welt haben, ein gutes. Weil wir können innerhalb der gesellschaftlichen Normen anregen, dass wir uns verändern. Uns selber anregen, unsere neuronalen Netze aktivieren, über den Tellerrand hinausschauen, einfach mal beobachten, was gibt es denn noch ansonsten. Und unser Land ist voller Inspiration, nicht nur die Natur als solches, sondern halt YouTuber, Schriftsteller, Filmemacher, alle möglichen Menschen in deinem Umfeld können Inspiration dafür sein, mal nachzudenken, was es denn außerhalb dieser gesellschaftlichen Norm, dieses doch relativ engen Kastens gibt. Ich würde diesen Kasten einfach so beschreiben: Man geht zur Schule, nach der Schule macht man eine Ausbildung oder ein Studium und danach fängt man einen Beruf an und parallel dazu holt man sich oder bekommt einen Partner wohlgemerkt und ja, macht dann irgendwann Kinder, finanziert ab Mitte 20, ab 30 ein Haus, steigt die Karriereleiter nach oben, verdient mehr Geld, konsumiert mehr Produkte, fährt ein-, zweimal in den Urlaub, hat wie gesagt ein eigenes Haus, dann idealerweise noch einen neuen Garten. Umso mehr Geld man verdient, könnte das Auto wird größer, kann man seinem Kind einen Garten kaufen, sein Kind finanziert man die universitäre Ausbildung, die besten Kindergärtenschulen, die es gibt, privat finanziert. Auch da gibt es dann wieder diese Konsumsteigerungen und ja, irgendwann am Ende stirbt man dann. Und ich hatte diese Stufen, ich will nicht sagen nur durch Können oder durch Willen oder durch Disziplin erreicht, sondern Glück spielt auch immer eine Rolle. Alle erreicht, glücklicherweise sehr früh in meinem Leben. Mit 35 war ich durch mit der Übung und ja, kann sagen, das Leben hat mehr zu bieten. In den letzten 4 Jahren meines Lebens habe ich intensiver und besser gelebt als in den 35 Jahren zuvor. Und wenn ich wählen könnte, 35 Jahre des vorigen Lebens oder noch 4 Jahre des Lebens jetzt, ich würde sofort die 4 Jahre dieses Lebens leben. Euch ist nicht gelehrt worden in der Schule, dass ihr so viele Möglichkeiten habt, euch zu entwickeln. Euch wird nur der Weg Beruf, Karriere, wie maximiert ihr das Geld anhand eurer Interessen. Aber nicht, wie maximiert ihr die Erfüllung eurer Interessen und überlebt trotzdem. Das wäre viel, viel wichtiger in unserer heutigen Zeit. In einer Zeit, in der wir glücklicherweise durch den Fortschritt und auch natürlich durch die Gesellschaft überhaupt nicht mehr um unsere Existenz sorgen müssen. Einige tun das trotzdem, weil man eben nicht hundertprozentig sicher ist, dass hundertprozentige Sicherheit gibt es nicht, aber ja, letztlich doch eine ziemlich große Sicherheit für uns hier, vor allem im deutschsprachigen Raum. Es gibt mindestens einen, nämlich mich, den ihr seht, den ihr live bei Rohkost Potlucks, mit dem ihr reden könnt und einfach das Möglichkeitenspektrum in eurem Leben, der das erweitert. Und ich bin mir sicher, es gibt mindestens einen eben mich und es gibt noch viel, viel andere. Und versucht mal mit offenen Augen und offenem Herzen diesen Menschen zu begegnen und sich mit diesen Menschen zu unterhalten, zu erfüllen, was sie für ein Lebensglück haben und nicht einfach ja,
nach einer Strichliste zu sagen, okay, der hat jetzt so und so viel Einkommen, der hat so und so viele Kinder, der hat so und so viele Häuser, so und so viele Autos. Oh, okay, der ist besser oder der ist schlechter. Sondern versucht einfach mit eurem Herzen zu erfassen, was dieser Mensch für ein Lebensglück ausstrahlt, für eine Zufriedenheit, wie wenig Probleme er hat, wie er die großen Fragen des Lebens vielleicht schon für sich selber beantwortet hat. Und nutzt dieses als Inspiration und sagt nicht, na, was der kann, das kann ich nicht. Und der hat ganz viel Glück gehabt oder der hat ganz andere Fähigkeiten. Sondern nutzt das als Inspiration. Menschen sind so wandlungsfähig. Menschen sind so fähig, sich aus einem total festen Umfeld, in festen Strukturen zu lösen und komplett neu anzufangen. Es gibt da Millionen von Geschichten von Menschen und ich bin eine davon. Ich bin aus Armut aufgewachsen, in Armut aufgewachsen, in unendlichen Reichtum quasi mich reingearbeitet und jetzt bin ich wieder komplett in einer Definition einer Welt, die überhaupt nichts mit Geld zu tun hat. Viel ist gut, wenig ist cool, gut. Geld ist ja einfach nur Geld und ein Tauschmittel. Und wenn ihr da hinkommt und dieses Leben leben könnt, ohne dass die Gesellschaft euch vorgibt, was ihr zu tun habt und diese Erfolgsmaßstäbe an euch ansetzt, dann seid ihr ein richtiges Stück weiter. Und jeder, der das getan hat, wird es euch bestätigen. Und die lügen nicht alle. Das ist keine Verschwörung der glücklichen Menschen oder der guten Menschen oder sonst was. Es fühlt sich einfach richtig und gut an. Und da möchte ich damit möchte ich es heute belassen. Einfach kurz in meinem Garten, kleine Inspiration, wollte ich teilen, ist einfach so ein Gefühl und ich denke, gerade wenn man so ein Gefühl hat, sollte man es genau in diesem Moment teilen, genau in diesem Moment, weil das, was ich rede, ist wahrscheinlich gar nicht so wichtig, aber das, was ihr fühlt, was meine Augen aussagen, was mein Gesicht aussagt, was die Stimmung aussagt, wie die Energie schwingt zu euch, das ist wichtig, ich glaube da ganz fest dran, Worte sind gar nicht so wichtig. Ja, und dann noch für alle diejenigen, die ja immer fragen, gibt es hier wieder Gartenvideos? Ich muss ganz ehrlich sagen, nein, das ist so ein Private Space hier. Wenn ich jetzt Lust habe, dann mache ich das. Aber ansonsten ja, bin ich einfach gerne in meinem Garten. Mache die Dinge, die getan werden müssen in so einem Garten. Mache sie voller Liebe, voller Akzeptanz, voller Respekt auch vor den gesellschaftlichen Normen hier in dem Kleingarten. Auch wenn ich damit sicherlich nicht immer glücklich bin, aber wenn ich dann reinfühle und denke, okay, ich zahle 42 Euro im Jahr Pacht für 300 Quadratmeter, die ich selbst bewirtschaften kann, dann bin ich einfach nur dankbar und schäme mich dafür, dass ich Gedanken habe wie, boah, die alten, antiquierten Menschen wissen nichts von Permakultur oder sonst welche. Und ja, das wollte ich euch heute einfach teilen, meine Gedanken. Und ja, vielleicht mal so einen ganz kleinen Blick in den Garten, mein Hochbeet. Oh, Obstbäume. Ja, und da hinten ist dann jetzt der Laube. Na, das sieht man wahrscheinlich gar nicht so da hinten. Naja,